im Namen des gesamten Pfarrteams, im Namen aller Mitarbeiter unserer Pfarre darf ich Ihnen ein frohes, gesegnetes Osterfest wünschen. Christus ist erstanden, ja, ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. Gerade unsere heutigen Zeit, in der es so viel Krieg, Gewalt, Tod, Leid gibt, ist es wichtig, uns immer wieder zu vergegenwärtigen, der Tod hat nicht das letzte, sondern maximal das vorletzte Wort. Christus hat den Tod besiegt, letztendlich ist er der Sieger, letztendlich hat das Leben in Gott das letzte Wort. Im Hintergrund eine kleine Ikone, Maria von Magdala, die dem Auferstandenen begegnet und ihm zu Füßen fällt. Auferstehung ist etwas sehr schwer Verständliches. Wenn es leicht verständlich, leicht zu erklären wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch keine Auferstehung. Aber vom Nicht-Verstehen ist nur ein kleiner Schritt zum Staunen, zum Wundern. Und so wünsche ich Ihnen dieses Jahr eben nicht nur ein frohes, gesegnetes Osterfest, nicht nur die Osterfreude, sondern vor allem das Osterstaunen, das Osterwundern, dass Jesus Christus, unser Heiland, unser Erlöser, von den Toten erstanden ist.